Ja, hi, heute habe ich was ganz Besonderes für euch. Und zwar erstellen wir das Analyse-Tool, mit dem ich meine Aktien analysiere, auf einer, naja, Basisvariante. Aber auch diese Basisvariante ist schon voll funktionsfähig. Und ihr werdet, denke ich, mit dieser Basisvariante auf jeden Fall schon mal besser abschneiden, als wenn ihr euch einfach an einem Index bedient. Also wie zum Beispiel mit einem ETF oder so. Weil ihr einfach genau wisst, was ihr da kauft. Und dann werdet ihr bestimmt auch Aktien finden aufgrund dieser Analyse, die ihr eigentlich gerade nicht haben wollt. Und genau darum soll es halt gehen, dass ihr halt Fehler damit ausschließen könnt. Und das machen wir jetzt. Auch hier einmal kurz der Risikohinweis. Denkt dran, ne, wenn ihr mit Aktien handelt, könnt ihr natürlich das Geld verlieren, was ihr da reinsteckt. Ja, also seht zu, dass ihr wirklich versteht, was ihr da kauft. Aber dafür guckst du dir ja gerade diesen Kurs an. Und dann guck halt, du bist halt selbst auch für dein Geld verantwortlich. Guck, ob das zu dir und deiner Anlage passt. Alles klar, jetzt geht's aber los. So, ich nehme euch direkt mit auf den Computer. Ihr seht jetzt hier schon den Anfang der ganzen Sache. Das heißt, wir wollen diese vier Dinge machen. Wir wollen von einem Unternehmen, dessen Namen wir hier eintragen, die Dividendenrendite, die Investmentrendite, die Unternehmensrendite und die Eigenkapitalquote bestimmen. Und wollen, dass das mehr oder weniger automatisch berechnet wird. Das heißt, dass wir nur so ein paar Kennzahlen eingeben können und dass wir dann eine schöne Übersicht bekommen. Wofür brauchen wir diese Übersicht denn überhaupt? Warum mache ich mir die Mühe, das hier reinzutippen? Warum reicht es mir nicht, wenn ich mir das auf finanzen.net angucke? Die Sache ist einfach die, wenn ihr versucht herauszufinden, ob eine Aktie jetzt gerade günstig oder teuer ist, beziehungsweise ob es ein gutes Geschäftsmodell ist oder nicht, dann hilft euch das nicht wirklich, wenn ihr das von einer Aktie macht. Dann habt ihr zwar die ganzen Daten da stehen, die halt zu dieser einen Aktie gehören, und das ist prinzipiell natürlich erstmal schon mal sehr vorteilhaft, aber das Problem ist, dass man dann immer noch nicht weiß, ist jetzt günstig oder teuer. Und günstig oder teuer kann man nur bestimmen im Vergleich mit anderen Aktien. Das heißt, das, was ihr immer machen müsst, ist, ihr müsst halt versuchen, irgendwie günstige Aktien rauszusuchen oder potenziell interessante Aktien. Und dann vergleicht ihr die mit den anderen Aktien, die ihr so kennt. Und dann könnt ihr auch sagen, hey, okay, die ist gerade relativ günstig im Vergleich zu allem anderen, was ich analysiert habe. Und das ist halt genau das, was ich euch empfehlen würde. Das heißt, wir brauchen halt irgendwie ein Tool, wie man Aktien vergleichen kann. Und genau das bauen wir uns mit dieser Tabelle. Ich benutze jetzt hier Numbers, das kannst du aber natürlich genauso in Excel machen. Numbers hat ein paar Vorteile. Insbesondere, dass man relativ einfach aktuelle Aktienkurse einbinden kann und sowas wie den Gewinn des Jahres und so, aber das zeige ich dann alles bei Bedarf. So, also starten wir jetzt direkt durch. Was brauchen wir denn jetzt alles für Daten, um diese vier Dinge berechnen zu können? Für die Dividendenrendite brauchen wir die Jahresdividende und den aktuellen Aktienkurs. So, dann brauchen wir für die Investmentrendite zum aktuellen Aktienkurs noch den Gewinn pro Aktie. Für die Unternehmensrendite brauchen wir den Gewinn vor Steuern und die Bilanzsumme. Und für die Eigenkapitalquote brauchen wir zur Bilanzsumme noch das Eigenkapital. Und das sind im Endeffekt schon alle Dinge, die wir brauchen, um unsere Werte berechnen zu können. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Ich nehme euch jetzt ausnahmsweise mal wieder auf die Seite von finanzen.net mit und da übertragen wir die Werte, die wir brauchen. Also, auf geht's. So, wir sind auf der Seite von finanzen.net. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns jetzt heute den DAX an. Ja, das heißt, wir können hier Realtime-Kurse auf die DAX-Aktien gehen. So, und dort sehen wir jetzt den DAX mit all seinen Komponenten. Ja, und es geht los mit Adidas. Gut, dann auf geht's. Schauen wir einmal kurz rein. Die Adidas-Aktie. Wo müssen wir hin? Klar, wir brauchen den Preis. 295,30 €. 295,30 €. Wir brauchen den Rest finden wir alles bei Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung. Das heißt, wir können jetzt hier einfach mal gucken, was haben die für eine Dividende ausgeschüttet. Adidas 2019 war keine Dividende.
Jetzt muss man überlegen, ist das realistisch, dass es 2020 auch so ist? Vermutlich wird man also sagen, naja gut, die Dividende ist gerade null. Der Gewinn pro Aktie lag 2019 bei 10 Euro. Und der Gewinn vor Steuern, müssen wir jetzt einmal ein bisschen kurz gucken, das finden wir hier, Ergebnis vor Steuern, gehen wir einmal durch, 2,558 Milliarden. Ich mache es jetzt aber nicht als 2,558, sondern als 2558, weil die anderen Angaben meistens in dem gleichen Wert sind. Also wir sehen jetzt hier, dass das Ergebnis vor Steuern hier in Millionen Euro ist und die Bilanz ist auch in Millionen Euro und da müssen wir aufpassen, dass das in der gleichen Größenordnung ist. So, dann sind wir, gucken wir einmal hier bei der Bilanz. Dort finden wir das Eigenkapital und die Bilanzsumme. Das heißt, wir gehen einmal hier zur Bilanzsumme mit 20 Milliarden 680. So, und dann brauchen wir noch das Eigenkapital mit 7 Milliarden 75, 57, Entschuldigung. So, und damit haben wir an sich schon alle Werte, die wir soweit brauchten. Wir gucken uns gerade die Adidas-Aktie an. Jetzt wird es einmal wichtig, wie berechnen wir die Dinge? Also die Dividendenrendite ist der Anteil des Preises, den wir bezahlen, der ausgeschüttet wird. Das heißt, wir nehmen die Jahresdividende und teilen diese durch den Aktienkurs. So, ist 0%. Dann die Investmentrendite ist der Gewinn pro Aktie geteilt durch den Aktienkurs. Das ist der Grund, warum ich immer gesagt habe, dass sowohl die Dividendenrendite als auch die Investmentrendite quasi mit dem Preis korreliert sind, sodass wir daran erkennen können, ist das Unternehmen gerade günstig oder teuer. So, das sieht jetzt hier ein bisschen hässlich aus. Das formatieren wir einmal um. Also zwei Nachkommazahlen reichen da völlig. Oder von mir aus drei. So. Dann die Unternehmensrendite. Die Unternehmensrendite berechnen wir mit dem Gewinn vor Steuern geteilt durch die Bilanzsumme. Die Bilanzsumme, das sind alle Assets des Unternehmens, also quasi, wenn man jetzt alles aufsummiert, was sie haben, Industriehallen und Geld und Grundstücke und Waren und so, wenn man das alles aufsummiert, kriegt man die Bilanzsumme. Und wir gucken uns jetzt halt an, wie viel Prozent der Bilanzsumme wird jedes Jahr erwirtschaftet. Da sehen wir jetzt hier, dass das ungefähr 12,4% sind bei dem Unternehmen, was übrigens ein recht guter Wert ist. Und die Eigenkapitalquote ist relativ simpel. Da ist halt die Frage, wie viel Prozent des Gesamtkapitals ist Eigenkapital? Das heißt, wir teilen das Eigenkapital durch die Bilanzsumme. In das Menü mit der Berechnung bekommt ihr mit dem Gleichzeichen, ne? Das heißt, ihr macht gleich und dann Zelle geteilt durch Zelle. Ja. So. Bei Excel funktioniert es natürlich mehr oder weniger genauso. Also alles, was wir bis jetzt gemacht haben, kann man in Excel genauso machen wie wir. So, damit haben wir jetzt an sich schon das Hauptsystem irgendwie aufgestellt. Was wir jetzt noch zusätzlich machen können, ist, dass wir jetzt zu diesen Zellen, wo wir was berechnet haben, jetzt noch angeben, in welchen Prozentbereichen das Ganze gut ist oder nicht. Das finden wir bei Numbers hier unter Zelle füllen bedingte Markierung und da können wir jetzt Regeln hinzufügen. Wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, größer als, angenommen, der Wert ist größer als 0,05, also mehr als 5%, dann sagen wir, dann haben wir eine gute Dividendenrendite, deswegen machen wir das grün. Dann, wupp. Können wir sagen, naja, also wenn wir jetzt zwischen 0,05 und 0,03 sind, dann ist das noch ein ganz ordentlicher Wert zum Beispiel. Wenn wir sagen, der Wert liegt zwischen 0,03 und, machen wir mal 0,01. Und wenn das Ganze ist gleich 0, dann machen wir das rot. Weil wir sagen, naja, das ist dann eher schlecht. So, und damit haben wir jetzt hier eine
Markierung reingepackt. Ich weiß gerade meine Markierung gar nicht auswendig, aber die kriegt ihr, die stehen übrigens in meinem Buch und so. Oder die kriegt ihr natürlich auch im Coaching. Ja, aber ich zeige euch jetzt einfach, wie ihr euer eigenes System hier zusammenbasteln könnt und gebt natürlich hier auch Werte ein, die durchaus Sinn machen. Ja. So, dann die Investmentrendite. So, also sicherlich gut sind da 10%. Wenn wir zwischen 10% sind und zum Beispiel 5%, dann ist das noch ganz ordentlich. So, und wenn wir zwischen 0,05, also zwischen 5% und 3% sind, ist das sicherlich noch in Ordnung. Wenn wir kleiner sind als 3%, jetzt habe ich schon wieder 0 vergessen oben, dann ist es sicherlich kein gutes Investment mehr. So, dann gucken wir uns die Unternehmensrendite an. Wenn die Unternehmensrendite größer ist als 10%, ist das sicherlich eine gute Lösung. Ja, wenn sie zwischen 10% und 5% ist, ist das, denke ich, noch ein ganz guter Wert. Also man kann das ungefähr vergleichen mit der Investmentrendite. Wenn sie zwischen, ich denke, ihr habt langsam das Prinzip verstanden, ne? Also zwischen 5% und 3% liegt, ist es sicherlich noch ganz gut oder in Ordnung. Und wenn sie kleiner ist als 3%, dann ist das wieder nicht mehr so toll. So, Eigenkapitalquote, geben wir auch noch kurz was ein. Größer als. Also wenn 50% Eigenkapital sind, dann ist das ein ziemlich guter Wert. Wenn wir zwischen 50 und 40% liegen, 35, ist das sicherlich noch ganz gut. So, wenn wir darunter liegen, also zum Beispiel zwischen 0,35 und 0,25 ist vielleicht noch ganz okay. Und wenn wir noch weniger haben als 25%, dann ist das eher ein schlechter Wert. So, damit haben wir das Ganze jetzt. Jetzt hatten wir ja diese Werte hier haben wir eingegeben. Und die hier haben wir berechnet. Das heißt, wir können jetzt natürlich, damit wir das gleich nicht jedes Mal neu machen müssen, können wir das einfach runterziehen. Das geht in Excel genauso und können dann so uns einfach diese Dinge berechnen lassen. So, dann gucken wir mal rein und kümmern uns mal um die nächsten Werte. Also machen wir das Ganze einfach nochmal. Als nächstes kommt jetzt hier die Allianz. Das heißt, wir schauen uns jetzt die Allianz-Aktie an und zwar auch wieder Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung. Da finden wir alles, was wir brauchen. Das heißt, wir gucken uns jetzt an die Allianz-Aktie. So, da haben wir einen aktuellen Aktienkurs von 83,36. Die Jahresdividende lag bei 9 Euro. Der Gewinn pro Aktie, ach nee, stimmt gar nicht, guck mal, ich war gerade verrutscht, also die Jahresdividende waren 69, der Gewinn pro Aktie sind 18,90 Euro und der Gewinn vor Steuern, den finden wir hier, waren 11 Milliarden 77. Und die Bilanzsumme finden wir jetzt hier. Die ist gewöhnlich sehr, sehr groß bei diesen Unternehmen. Also nicht wundern, weil jeder einzelne Wert von einer Versicherung und so hier jetzt aufgeführt ist. Und das Eigenkapital ist dagegen richtig mini. Zip. Also ihr seht das hier schon, das ist, wenn wir das jetzt hier mal vergleichen, wir kriegen aktuell so 5% Dividendenrendite bei der Allianz
Unternehmensrendite ist dementsprechend recht schlecht und die Eigenkapitalquote ist quasi null. So, jetzt gucken wir nochmal. Irgendwie hat der hier die Formatierung zerschossen. Da brauchen wir auch nur 3 Nachkommastellen. Ach, die hatten wir nicht gemacht, weil das null war. So. Genau, damit haben wir die Allianz schon fertig. Und so gehen wir jetzt hier einfach die ganze Liste durch. Also, BASF. Sind wir gerade bei 54,96. Bei... So, dann gehen wir einmal in die Bilanz. Die Jahresdividende bei BASF war 3,30. Der Gewinn pro Aktie sind 2,98. Das Ergebnis vor Steuern sind 5.019 bzw. 5 Milliarden ungefähr. Die Bilanzsumme sind 89 Milliarden und das Eigenkapital sind 42,350 Milliarden. So. Und damit haben wir die BASF fertig gemacht. Ja, und so können wir uns jetzt hier durch die gesamten Aktien durcharbeiten und bekommen dann halt immer mehr Daten. Jetzt zeige ich euch noch eine richtig, richtig coole Sache. Und das machen wir jetzt anhand der Bayer AG. Und zwar zeige ich euch jetzt den Grund, warum ich das in Numbers und nicht in Excel mache. Man kann hier in Numbers das Ganze so einrichten, dass die Aktienkurse, das Ergebnis vor Steuern und die Dividendenrendite sich automatisch aktualisieren. Und das ist irre hilfreich. Ja. Dazu kann man hier Aktienkurse einfügen, einfügen Aktienkurs und dann zum Beispiel hier Bayer Aktiengesellschaft auswählen. Und dann kann man sich hier unterschiedliche Dinge direkt einfügen lassen. Und zwar kriegen wir die Jahresdividende, den aktuellen Aktienkurs und den Gewinn pro Aktie. Dazu kann man jetzt hier einfach in einem Dropdown-Menü das ändern. Die Jahresdividende, den aktuellen Aktienkurs haben wir schon und den Gewinn pro Aktie. Das ist immer der Aktienkurs hier, ist immer der Schlusskurs, den wir als letztes hatten. Das heißt, der stimmt manchmal nicht so 100% überein. Ja, also jetzt hier sehen wir eine kleine Abweichung. Das liegt jetzt daran, dass ich hier den Xetra-Wert habe und dass der Stuttgart-Wert ist. Aber so im Wesentlichen ist das auf jeden Fall korrekt. So, und dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch, wenn wir das hier schon gemacht haben, halt noch die Sachen eintragen, die uns jetzt hier noch fehlen. Gucken wir einmal den Gewinn vor Steuern, finden wir wieder hier, also 2250. Ups. 2250. Die Bilanzsumme sehen wir auch da unten schon, also hier unten, ne? Da ist die Bilanzsumme 131,327 und das Eigenkapital sind 47,517. So. Ups. Was ist der große Vorteil? Ich habe diese Tabelle, die ich hier habe, also nur halt noch ein bisschen ausführlicher, habe ich halt für jede Analyse, die ich in den letzten Jahren gemacht habe. Und dadurch, dass das sich jetzt automatisch aktualisiert, sind im nächsten Jahr diese Zahlen wieder aktuell. Ja? Und ich kann dann meine Tabelle mit diesen über 200, ich weiß nicht, 280 Werte da inzwischen drin, alles Dividendenaktien, alles Aktien, die ich potenziell mal interessant fand, und kann halt nach diesen Aktien suchen. Und das ist irre hilfreich. Ich kann die dann einfach nach der Jahresdividende sortieren zum Beispiel und mir da eine Aktie raussuchen. Und ja, also ich mache das genau das, was ich euch jetzt gezeigt habe, mache ich jetzt einmal fertig für die gesamten DAX-Aktien und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Ich habe die Tabelle jetzt fertig gemacht für die DAX-Aktien. Dort finden wir jetzt auf jeden Fall diese ganzen Werte. Noch ein kleiner Hinweis, Numbers ist jetzt natürlich ein Apple-Programm. Das kann man allerdings auch als Windows-Nutzer nutzen, indem man einfach über die iCloud geht. Also wenn ihr ein iPhone zum Beispiel habt, dann habt ihr so eine Apple-ID ja sowieso schon und dann könnt ihr das halt online benutzen. Die Online-Version ist nicht ganz so gut, aber man kann all diese Dinge, die ich euch hier gezeigt habe, dort auch machen. Nur man muss dann so ein bisschen schwieriger diese Aktien dort eintragen.
Aber das ist durchaus machbar. Das zeige ich euch aber im Coaching, weil das doch ein bisschen längerfristiger Prozess ist. Ja? Aber nichtsdestotrotz, es geht auf jeden Fall. Ja? In Excel selber ist es ein bisschen komplizierter, Aktienkurse einzufügen. Da hat man lange nicht die Auswahl, die man jetzt hier bei Numbers hat, und es geht auch nicht so schön einfach und schnell. Zumindest habe ich dafür noch keinen Weg gefunden. Genau, brauche ich aber auch nicht. Ich habe ja Numbers und da funktioniert es großartig. So, was kann man jetzt mit dieser Tabelle machen? Wieso bin ich der Meinung, dass das jetzt eine gute Variante ist, um sich Aktien anzugucken? Das Coole an der Tabelle ist, die können wir jetzt natürlich sortieren. Die können wir nach gewissen Kriterien sortieren. Bei mir ist es so, dass ich meistens nach der Dividendenrendite sortiere. Das heißt dann so. Und damit haben wir jetzt direkt einen Überblick von den Unternehmen, die jetzt am meisten Dividende bezahlen. Und aktuell sind das Bayer, BASF, Allianz, E.ON, Deutsche Telekom und BMW. Ja, und da kann man jetzt mal überlegen, lohnt sich das nicht, sich diese Unternehmen mal genauer anzugucken? Ich sage euch ganz ehrlich, allein dieses Tool, so wie ich es euch jetzt hier aufgebaut habe, ist schon irre hilfreich, ja? Weil ihr seht jetzt schon, also wenn man sich das jetzt hier anguckt, sieht man, naja gut, also Allianz ist relativ schlecht kapitalisiert, stimmt jetzt in dem Fall nicht, ja, ist eine Versicherung und das ist bei Versicherungen normal und da muss man genauer hingucken, ist allerdings ein bisschen schwieriger zu bewerten und ja, solche Feinheiten, sorry, kann ich jetzt hier auch nicht machen, sonst geht das einfach ewig in die Länge. Müsste man sich dann halt auf jeden Fall nochmal genauer angucken. Dann haben wir E.ON. E.ON hat eine recht schlechte Unternehmensrendite, hat sogar einen negativen Gewinn vor Steuern gehabt, ne? Deswegen ist die Unternehmensrendite negativ, ist natürlich eine Katastrophe, ja? Also E.ON würde hier an der Stelle auch direkt mehr oder weniger rausfallen. Oder man müsste es sich nochmal genauer angucken, woran lag es denn jetzt? Dann aber sehr interessant sind auf jeden Fall hier diese Werte, würde ich sagen. Also Telekom, BMW, BASF und Bayer. Also die vier, so würde ich jetzt sagen, sind allein schon hier jetzt in dieser Quick-Übersicht auf jeden Fall schon mal ziemlich gut. Und die könnte man sich jetzt genauer angucken. Und damit hat man an sich schon mal ein ganz gutes Bild. Also wenn du einfach jetzt dein eigenes Aktiendepot vielleicht schon hast, guck dir doch einfach vielleicht mal die Werte an. Die Tabelle packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Die könnt ihr euch von mir aus gerne runterladen, die ich jetzt hier gemacht habe. Die werde ich einmal als Excel da reinpacken und einmal als Numbers-Datei, dass ihr damit einfach schon mal arbeiten könnt. Wenn du das jetzt cool findest und sagst, hey, das System, das verstehe ich, das ist jetzt nicht sonderlich kompliziert, und da würde ich gerne mehr darüber wissen, ja, kannst du dir mein Buch kaufen, du kannst mich einmal anschreiben wegen dem Online-Kurs. Also ich habe das Ganze einfach als Videokurs auch einmal. Das sind 6,5 Stunden Videomaterial, wo ich dir halt zeige, wie ich so Aktien analysiere. Das heißt, es geht auch darum, nicht nur, wie analysiere ich sie, sondern was mache ich beim Halten, wann verkaufe ich eine Aktie, wie baue ich so ein Portfolio auf und so weiter. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich alles. Und dann als Alternative gibt es noch das Coaching. Das heißt, da würdest du auch das Videomaterial kriegen, wo alles erklärt wird und danach versuchen wir das dann halt in die Praxis umzusetzen in 10 Einheiten, so ungefähr über 10 Wochen, je nachdem, wie schnell die Gruppe das dann lernt. Also das mache ich normalerweise in einer kleinen Gruppe von maximal 3 Leuten. Hat den Vorteil, dass ihr euch ein bisschen untereinander austauschen könnt, dass ihr eure Analysen natürlich austauschen könnt. Also wenn jetzt alle die gleiche Tabelle haben, könnt ihr euch vorstellen, wenn 3 Leute die gleichzeitig füttern, dann wird das relativ schnell, geht das recht schnell, ja. Und dann können wir da ganz viele Sachen analysieren. Dann bekommt ihr auch meine ganzen Analysen schon. Das heißt, ihr startet quasi schon mit einer Tabelle mit 280 Werten drin, die alle potenziell ganz interessant sind. Auch das unheimlich mächtig. Und ja, das heißt, ihr werdet danach in der Lage sein, Aktien rauszusuchen. Ganz einfach. Also, wenn es dich interessiert, würde ich mich freuen, wenn du dich einfach bei mir meldest. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ihr solltet jetzt auf jeden Fall verstanden haben, wie die Aktienanalysen zustande kommen, die ich euch immer so vorstelle, bis halt zu diesem Basiswert. In meinen Videos stelle ich noch den Score vor. Der Score, da geht es einfach darum, dass ich mir überlegt habe, okay, in welchen Bereichen sind die Werte denn jetzt sehr gut oder gut? Und dafür gebe ich dann einen Pluspunkt. Wenn sie schlecht sind, gebe ich einen Minuspunkt. Deswegen geht meine Skala auch von minus 15 bis plus 15.
Und damit habe ich dann wirklich einen sehr, sehr guten Überblick über die aktuellen Investments und ob sie sich denn lohnen. Ja, also ich bin total begeistert, wie du merkst, von meinen eigenen Sachen. Klingt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen egoistisch oder so, aber ich finde das richtig gut und deswegen habe ich auch gesagt, ich stelle euch das vor. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.